Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Deutsch lernen mit Maike oder heute sogar zum ersten Mal. Mein Name ist Maike, Deutsch ist meine Muttersprache und ich unterrichte seit vielen Jahren Deutsch als Fremdsprache. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bildbeschreibung und über Erfahrungen sprechen von der B1 DTZ-Prüfung der Prüfungsfirma Gast. Und es gibt verschiedene Punkte, über die ihr sprechen solltet bei der Bildbeschreibung. Die gucken wir uns zusammen an. Ich gebe euch Redemittel, wie ihr sprechen könnt. Wir beschreiben ein Bild zusammen, dieses hier. Und dann bekommt ihr eine Aufgabe und versucht es selber einmal. Okay. Es gibt also verschiedene Punkte, die ihr beachten müsst. Das ist einmal das Thema benennen. Welche Personen sind auf dem Bild? Wo ist das, die Ort und Situation? Die Tätigkeit. Was macht die Person auf dem Bild? Die Kleidung, was trägt diese Person? Eine Ganzbildbeschreibung, was seht ihr noch? Wie ist das Wetter? Zu welcher Zeit, Tageszeit? Wie ist die Atmosphäre? Und was ist deine Meinung dazu? Gefällt dir das Bild oder nicht so? Thema. Das Thema des Bildes könnte Freizeit oder Reisen sein. Könnte. Wir benutzen Konjunktiv. Vielleicht. Ja? Wir sind nicht sicher. Personentätigkeit. Auf dem Bild sieht man eine Frau am Strand, die auf einer weißen Schaukel sitzt. Ja, wir machen einen Relativsatz. Die Frau auf dem Bild. Ort, Situation. Wahrscheinlich macht sie Urlaub. Oder einen Ausflug. Ausflug ist nur ein Tag. Man kommt abends nach Hause zurück. Kleidung. Sie trägt eine Mütze, eine blaue Regenjacke, eine Jeanshose und warme braune Schuhe. Sie, das ist die Frau auf der Schaukel. Versucht, auch Adjektive vor Nomen zu benutzen. Also ihr könnt sagen, eine Regenjacke. Schöner ist eine blaue Regenjacke. Eine Jeanshose und warme braune Schuhe. Ihr könnt sagen, und warme Schuhe oder und Schuhe. Aber wenn ihr könnt, macht Adjektive. Wie sind die Schuhe? Sie sind warm und sie sind braun. Warme braune Schuhe. Wetter, Zeit. Ich vermute, dass es Winter und kalt ist, da die Frau warme Kleidung trägt. Ja? Ihr vermutet, du weißt es nicht genau. Ich glaube, ich denke. Ich vermute, warum und was? Ah, das ein Nebensatz. Da ist gleich weil wieder ein Nebensatz. Rechts neben der Schaukel steht ein blauer Rucksack auf dem Sand. Auf der linken Seite vom Foto sehen wir
etwas braunes Gras auf dem Strand. Im Hintergrund liegen ein weißes und ein buntes Boot auf dem Boden. Oben sehen wir den blauen Himmel. Es fliegen ein paar Vögel am Himmel. Das ist unsere Bildbeschreibung. Was sehen wir alles? Rechts, links, oben, unten, im Hintergrund. Atmosphäre. Die Atmosphäre wirkt ruhig und entspannt. Es gibt keine anderen Personen auf dem Bild. Die Frau scheint glücklich zu sein, weil sie lacht und Spaß hat. Normalerweise schaukeln Kinder. Deine Meinung. Jetzt kannst du noch einen Satz sagen, ob dir das Bild gefällt oder nicht und warum. Das Bild gefällt mir sehr gut, weil es mich an meine letzte Reise ans Schwarze Meer erinnert. Es gibt in der Prüfung bestimmte Themen, die kommen können. Das Thema des Bildes könnte sein Freizeit und Reisen, Familie oder Freunde, Mobilität, Verkehr, das heißt Bus, Bahn, Auto, Sport und Gesundheit, Wohnen, die Wohnungssituation, Nachbarn, das Verhältnis zu den Nachbarn und ein großes Themenkomplex, Arbeit, Ausbildung, Lernen, Studieren, Weiter. Ich habe euch hier die Redemittel, wie ihr gut immer bei der Bildbeschreibung sprechen könnt, noch einmal zusammengestellt. Ihr könnt euch ja davon einen Screenshot machen und es gleich an einem Bild selber ausprobieren. Ich mache mal ein Beispiel mit euch. Personen. Auf dem Bild sieht man Personen, die am Strand spazieren gehen. Die Personen befinden sich in einem Café. Das könnte abends sein, weil man den Mond am Himmel sehen kann. Er trägt einen schwarzen Anzug und sie trägt ein schickes rotes Kleid. Wetter. Ich glaube, es ist Sommer, weil die Blumen blühen und die Menschen ohne Jacke mit T-Shirts und kurzen Hosen spazieren gehen. Ich denke, es ist Winter, da auf dem Boden viel Schnee liegt und die Menschen dicke Jacken tragen. Ich vermute, dass es kalt ist. Denn die Menschen tragen Mützen, Schal und Handschuhe. Wahrscheinlich ist es Nacht, denn der Himmel ist dunkel und wir können die Sterne sehen. Die allgemeine Bildbeschreibung. Ich mache Beispiele. Einfach ist immer grün. Ein bisschen schwieriger ausgedrückt in Schwarz. In der Mitte ist eine weiße Schaukel. In der Mitte des Fotos sieht man eine weiße Schaukel. Rechts ist ein blauer Rucksack. Auf der rechten Seite befindet sich ein blauer Rucksack. Links ist Gras. Auf der linken Seite befindet sich Gras auf dem Boden. Hinten ist das Meer. Im Hintergrund sieht man das Meer. Vorne
ist Sand. Im Vordergrund sehen wir den Sand. Oben ist der blaue Himmel. Am oberen Rand des Fotos ist der blaue Himmel mit ein paar weißen Wölkchen. Unten ist der Strand. Am unteren Rand des Bildes befinden sich der Strand und ein paar kleine Steine. Die Atmosphäre, die Stimmung. Die Atmosphäre wirkt ruhig, entspannt, positiv, fröhlich. Die Atmosphäre scheint laut, stressig, traurig zu sein. Die Person wirkt glücklich, konzentriert, interessiert, weil sie lacht, weil sie lächelt. Die Person wirkt traurig, angestrengt, genervt, weil sie nicht lacht, lächelt. Jetzt deine Meinung. Mir gefällt das Bild oder ich mag das Bild, weil es mich an meinen letzten Urlaub erinnert. Oder mir gefällt das Bild nicht. Ich mag das Bild nicht, weil es mich an meine Heimat erinnert und ich dann Heimweh habe. Wie du bestimmt weißt, stellt der Prüfer jetzt noch mögliche Fragen. Haben Sie auch Erfahrungen mit der dargestellten Situation gemacht? Man könnte antworten: Als ich ein Kind war, habe ich viel auf dem Spielplatz in der Nähe unseres Hauses geschaukelt. Jetzt hier in Deutschland gehe ich im Sommer fast jeden Tag mit meinen Kindern zum Spielplatz und treffe mich dort mit anderen Eltern. Oder der Prüfer fragt, wohin sind Sie schon gereist? Oder wohin möchten Sie gerne reisen? Warum? Ich bin noch nicht viel gereist, da es sehr teuer ist. Aber in der Zukunft möchte ich noch am liebsten die ganze Welt sehen. Ich interessiere mich besonders für Asien. Oder der Prüfer könnte fragen, was sind die Vorteile und Nachteile von ruhigem Strandurlaub oder Städtereisen, wie zum Beispiel nach Paris? Du könntest antworten: Der Vorteil von ruhigem Strandurlaub ist, dass man sich in der Natur und am Meer gut entspannen und erholen kann. Ein Nachteil könnte sein, dass man nicht viel Neues kennenlernt und es nach kurzer Zeit langweilig werden könnte. Der Vorteil von Städtereisen ist, dass man viele Sehenswürdigkeiten besichtigen kann und shoppen gehen kann. Vielleicht kommt man aber gestresst nach Hause, weil eine Städtereise manchmal anstrengend ist. Eine mögliche Prüferfrage wäre: Wie ist die Situation in Ihrem Heimatland? Reisen die Menschen oder bleiben sie zu Hause? Gibt es viele Touristen, die ihr Heimatland besichtigen? Eine mögliche Antwort wäre: Die Menschen in meinem Heimatland reisen oft, um Verwandte zu besuchen. Außerdem reisen sie in andere Länder, um zu studieren und zu arbeiten. Viele entspannen in ihrem Garten. Ja, im Sommer kommen viele Touristen in mein Heimatland und interessieren sich für unsere Kultur und das gute Essen. Und jetzt bist du an der Reihe. Beschreibe das Foto. Welche Erfahrungen hast du mit dieser Situation? Und schreibe mir in die Kommentare, wenn du üben möchtest. Versuche jetzt alleine einmal eine Bildbeschreibung zu machen,
Ich habe dir viele Sätze gegeben, die du alle benutzen kannst und solltest. Und schreibe, wenn du Lust hast, in meine Kommentare und ich schaue es mir an und kann etwas korrigieren. Auf dem Foto sieht man Thema, Personen, Ortssituation, Tätigkeit, Bildbeschreibung, Wetterzeit, Atmosphäre, deine Meinung und natürlich deine eigenen Erfahrungen. Jetzt sind wir für heute wieder am Ende. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dass du etwas gelernt hast. Ich freue mich schon wieder auf nächste Woche, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Üb mal auch mit meinen anderen Videos. Vielleicht machst du eine Bildbeschreibung. Da wäre ich sehr gespannt. Du hast bestimmt gesehen, wer auf den Fotos drauf ist. Es gibt ja Lizenzrechte und man darf nicht andere Leute fotografieren. Deswegen bin ich drauf. So, viel Glück, viel Spaß, viel Erfolg beim Lernen und ich hoffe, bis in einer Woche wieder hier auf meinem Kanal Deutsch lernen mit Maike.